Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haunting Ground. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge und wir wollen schauen, wie es weitergeht. Wir haben ja nun den Venus-Schlüssel und müssen in den Garten, wenn ich mich nicht recht erinnere. Zumindest hoffe ich, dass es jetzt so richtig war. Good boy. Ich wollte ihn eigentlich nicht loben. Go, Huey. Ich wollte ihn herrufen. Come on. So, das letzte Mal war ja Daniela hinter uns her. Und ich hoffe, die kommt jetzt auch nicht. Huey, komm. Come on. Denn dann können wir jetzt mal schnell in den Garten zurückgehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin, weil ich glaube, ich bin doch gestorben. Oder irre ich mich da? Ach, sie putzt da wieder. Das ist eine ganz fleißige. Wir gehen jetzt mal direkt zu der Tür mit den Drachen. Und dann sehen wir weiter. Ja, sie hat natürlich wieder alle Türen zugemacht das letzte Mal. So, und dann schauen wir mal. Achso, ich kann ja auch mal hier bei... Ah, den haben wir noch, den Venus-Schlüssel. Okay. Gut, alles klar. Dann kommt, glaube ich, auch gleich nochmal die Videoszene. Die können wir eigentlich überspringen, aber die war auch recht kurz. Ja, ist noch verschlossen, okay. Gut, aber jetzt nicht mehr. So, dann gehen wir nochmal in den schönen Garten. Ja, und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht mit den ganzen Sachen, was wir hier das letzte Mal erlebt haben. Das ist ja sicherlich das für den... Oh, es geht. Für den Friedhof. Diese Blumen, die wir da finden müssen. So, was macht Huey jetzt mit dem Parfüm? Ich habe einfach nochmal das Parfüm angewählt. Und diesmal ging es. Okay. Ja. Nehmen wir einfach mal da eine von Weißem Mandragora erhalten. Gut. Jetzt bin ich mir zwar nicht so ganz sicher. Oh nein, jetzt kommt Daniela, glaube ich, wieder. Komm, Huey, wir gehen schnell raus. Come on. Come on. Oh. Voll erschrocken. Oh, ich hab's ja geahnt. Oh, das ist eine Sackgasse. Wir müssen da lang. Oh. Weiß sie. Oh, meine. Komm, komm, Mädel. Steh auf. Reg dich ab. Es ist alles gut. Alles läuft noch nach Plan. Abregen, habe ich gesagt. Abregen. Huey. Huey, beiß sie noch mal ein bisschen. Komm, nicht in Panik verfallen jetzt. Das wäre wirklich ganz schlecht. Huey! Oh, Huey macht auch gar nichts. Oh Mann. So ist es immer, bevor sie in Panik verfällt. Okay, hier scheinen wir anscheinend immer etwas sicher zu sein. Okay, reg dich ab. Alles ist gut. Kurz warten, bis ihr Herzschlag wieder etwas leiser wird.
mir noch mal ein Stück. Okay, hier so in den Glaskasten gefangen ist nicht gerade so beruhigend. Es ist auch momentan ganz schlimm, sie überhaupt irgendwie wieder zu beruhigen. Good boy. Ja, dich lobe ich nochmal, dann bist du wieder glücklich. Ich speichere das einfach mal ab. Das ist eine gute Idee. Oh, was am Knurrt, Huey? Nicht gut. Sie kommt jetzt bestimmt. Oh, Huey, was los? Ich weiß auch nicht, wo wir uns jetzt verstecken sollen. Okay. Da vielleicht nicht lang? Gehen wir lieber wieder hier lang? Oh, hier scheint das ja immer sehr ruhig zu sein vor Daniela. Oh, ich... Huey, was denn? Sag mir doch mal genauer, was du mir sagst. Scheiße, sie kommt. Aber von wo? Fuck, von wo, Mann? Okay, damit ist meine Theorie auch weg, dass es hier in diesem Geheimgang immer sicher ist. Oh, dafür... Einfach mal versuchen. Aber sie hat uns ja schon die letzten Male immer da gefunden. Oh nein, warum hat sie denn jetzt schon wieder Panik? Oh ey, Mädel. Langsam bringst du mich echt zur Verzweiflung. Jetzt läufst du genau in ihre Arme. Okay, solange... Oh, Huey! Huey, mach was! Lauf! Lauf! Ah! Oh, Huey! Oh. Ich brauch den Hund auch überhaupt nicht mehr rufen. Ja, jetzt laufen wir wieder voll in die Sackgasse. Scheiße. Ich hab 'ne Idee, ich hab 'ne Idee. Da, wir haben doch noch so viele schöne Gegenstände. Jede Dings da. Oh, Feinde werfen. Okay, Daniela. Ich brauche erstmal eine bessere Übersicht hier. Oh, komm schon. Ein bisschen absägen jetzt. Nur ein bisschen. So. Wo ist sie? Scheiße, hier ist die Sicht auch nicht so besonders doll. So, Daniela, jetzt bist du aber dran, ich sag's dir. Boah, die Sicht ist so scheiße. Da schaffe ich das nicht, was ich vorhab. Okay, sie ist weg. Nein, sie kommt wieder. Komm, Huey! Oh. Oh. Schlampe! Komm, Huey! Jetzt wenigstens wieder in die andere Richtung laufen. Oh nein, die hat sie zugemacht. Ah! Oh! Okay, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert jetzt. Ich hätte gedacht, ich werfe daneben. Komm, Huey. Wir müssen es schaffen. Ey, Huey, du bist hinter mir. Warum jaulst du? Da ist jetzt gar nichts passiert. So, zu den Typen da. Hier um die Ecke guckt. Oh, scheiße, man, die hat sie auch zugemacht. Mann, die wird ja ganz schön aggressiv, die Gute. Ich glaube, ich rüste sie auch gleich nochmal aus. Oh, wir haben nur noch einmal Kamille. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür das jetzt alles war. Lebenskraft? Ach so! Ach, vermindert. Oh, scheiße. Ich habe falsch gelesen. Okay. Doof gelaufen. Dann muss ich jetzt... Oh, Mann.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, kann ich doch nur sagen. Ja, rüste ich noch einem. Achso, nochmal. Ich kann hier schon gar nicht mehr richtig. Okay, das war ganz dumm, was ich gemacht habe. Vermindert Panik gänzlich? Ja, Panik geht ja momentan. Komm, ich muss noch irgendwas haben. Da weiß ich es nicht. Okay, ich sollte das nächste Mal ein paar Sachen machen. Ja. Nehme ich das einfach mal. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Scheiße. Okay, es geht ja schon wieder besser. Ich glaube, es hat jetzt zwar eigentlich nichts gebracht, was ich gerade benutzt habe, aber... Huey! Ist jetzt egal. Wo ist mein Hund? Der liegt ja wohl hoffentlich nicht irgendwo... tot oder so. Oder sie hat ihn ausgesperrt. Das passiert ja auch öfter mal. Aber wir scheinen sie jetzt trotzdem abgehängt zu haben. Denn die Musik spielt wieder. Ich mache jetzt einfach das, was ich vorhab. Auch ohne Huey. Und hoffe, es klappt. Jetzt nämlich einfach mal die Wurzel vor die winkende Hand. Und doch, Huey kommt. Ich höre es tappeln. Ja, good boy. Oh, no, habe ich gemacht. Hups. Good boy. Good boy wollte ich machen. Entschuldigung. Das kann man ja mal verwechseln. So. Benutzen. Da scheint wohl jemand hungrig gewesen zu sein. Okay, und jetzt können wir auch hier runtergehen. Ja. Alles klar, das sieht ja sehr beruhigend hier aus. Eine Leiche liegt auf dem Altar und umklammert ein Steintablett in einen Todesgriff. Das Golan-Opfer muss der ewig brennenden Mauer des Hades gebracht werden, um dein Unterfangen, die dein Unterfangen behindert. Führe das Biest in das Land Med, in dem du deinen Willen in eine Folge von auf Buchstaben basierenden Befehlen fasst. Der primitive Golem folgt nur zwei Befehlen. Am einfachsten ausgedrückt sind es die folgenden. Der Buchstabe L bewegt das Untier nach links. Der Buchstabe R bewegt das Untier nach rechts. Die vier Buchstabenkombination R, R, R wird den Pfad in den kleinen Garten öffnen. Okay. Gucken, was hier noch ist. Das heißt, wir müssen wohl wieder so eine Platten machen. Ich habe ein bisschen Angst, hier lang zu laufen. Ich würde gerne speichern, aber... ist auch nicht so toll. Ich werde bestimmt hier irgendwo sterben. Huey, komm mal mit! Huey! Ja. Komm, ich möchte hier nicht in eine Falle laufen oder so. Das wäre ein bisschen doof. Go, Huey. So, geh mal vor. Kann man da lang gehen? Ja, kann man, okay. Okay. Oh. Müssen wir da lang? Oder müssen wir da lang?
Huey? Go, Huey. Geh und guck, ob man da lang kann. Figur ist in den Boden geplant worden. Es steht Met geschrieben. Oder Meth. Meth. So, mal gucken, ob das bei den anderen auch steht. Denn wenn ja, ist das doof. Was steht hier? Da steht auch Meth. Das sehe ich doch von hier. Ja. Okay, alles klar. Wir müssen sowieso zurück und solche komischen Platten machen. So, ich müsste vielleicht erstmal wissen, wo lang. Vielleicht auch überall lang. So, erstmal gucken, wo es wieder zurückgeht. Dann werde ich das hier mal notieren. Geht's da auch lang? Nee. Okay, man kann überall ohne Gefahr lang. Das ist ja schon mal was. Müssen wir diesen Schlüssel da wohl bekommen, ne? Alles klar. So. Du gehst hier lang. Dann gehst du rechts. 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 Und eventuell bist du dann da oder bist du dann hier? Fast. Bin ich da reingerannt? Ja, dreimal rechts. Wie sagt der es gerade aus? Na, probieren wir einfach mal aus gleich. Und dann, wenn man nochmal rechts macht. Okay. Also R, R, R und R, R, L. Hier kann man auch lang. Okay, versuchen wir es einfach gleich mal. Dann brauchen wir eine Schreibmaschine. Wo finde ich die jetzt? Golem, sag mal, wo die Schreibmaschine ist. Ich frage mich, ob dies dieselbe Art von Golem-Statue ist, die ich im Hauptschloss gesehen habe. Schau, hier ist auch ein Schlitz. Dies muss definitiv derselbe Typ sein. Ja, wahrscheinlich. Unser Golem-Freund ist wieder da. Das ist doch schön. Ach, hier ist eine Schreibmaschine. Ja, das ist ja wunderbar. Eine Plattenpresse. Sehr schön. 5 Versuche nur. Gucken wir nochmal zu der anderen. Ja, zu der anderen kann man auch nochmal. Okay, das mache ich gleich. Aber erstmal werde ich einen schnellen Schnitt machen. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Also bis gleich.